Servus und ein herzliches Willkommen zurück zu Tom Clancy's The Division mit Watzi Hallo. und meiner Wenigkeit dem Luxor. So, wir wollen hier weiter. Wir sind ja noch relative Noobs in The Division und haben beschlossen, wir wollen hier die Einführung, wie man hier gleich sieht, das Kapitel Einführung hier den unteren Punkt noch beenden. Und zwar sollen wir zum Safe House in die Hudson Yards gehen und vorher hat Watzi LP hier ziemlich aufmerksam die Karte studiert, könnte man fast sagen, beziehungsweise ich habe es nicht gesehen. Hier unten haben wir noch einen Überlebensratgeber, was auch immer das ist. Weißt du, was das ist? Nein, weiß ich leider nicht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg, weil ich weiß es auch nicht. Und gucken wir uns an, was es ist. Und danach machen wir die Einführungssituationsspiele, wie auch immer, was da ist, weiter, wa? Ja, auf jeden Fall. Gucken wir uns erstmal an, was da kommt. Ja. Wer meckert denn hier schon wieder? Dum, 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 dum. Agent, wir müssen eine Nachschublieferung sichern. Gemeinsam schaffen wir das. Aber ich bin Oh. ehrlich froh, dass du da draußen bist und Nachschublieferung. nicht ich. Denk dran, du bist was 57 Besonderes. Meter ist Die näher dran meisten als Menschen, die das. mit so vielen schwer bewaffneten Na denn Gegnern hin. konfrontiert wären, würden das nicht überleben. Guck mal, Ich das ist vor allen Dingen, übermittle was die ist denn da für ein Feuer? Koordinaten. Signalfackel, war für die Lieferung oder was? Ich glaube ja. Aber ich glaube, haben wir das nicht schon gemacht hier? Vielleicht ist es auch immer wiederkehrendes Ereignis, ich weiß es aber nicht. Aber mir sagt es nichts. Ich kenne das hier Warnung, nicht mit der Fackel. eintreffende Gegner. Guck mal, hier hinten kommen Gegner. Na toll, jetzt muss er nachladen. Autsch. Mann, wieso kann ich mich hier nicht hinter verstecken? Wow, hast du eine Granate geschmissen? Nein. Aber der hat gerade eine fallen lassen. Da hinten ist nämlich auch nochmal so eine Warnung, Signalfackel. eintreffende Gegner. Ich glaube, jetzt müssen wir. Von der anderen Seite bestimmt, Ja, wa? guck mal, da hinten blinkt es nämlich. Kommen Sie schon. Da kommen sie. Ich habe hier nur so eine hässliche kleine Maschinenpistole, ist das? Aber die Warum? scheint richtig geil zu sein. Warnung, eintreffende Gegner. Ein Hin und Her hier. Na. Komm hinter dir. Unsere Ware ist beschädigt. Ich hab's gesehen. Warnung, eintreffende Gegner. Ach nee, immer noch hier. Hinter dir? Oh, hinter mir auch. Oh, hallo Agent. Ein paar Von Jungs wollten überall. mit mir wetten, dass du diesmal ins Gras beißt. So, eine Maske Aber da habe bekommen. ich nicht mitgemacht. Vor allem natürlich, weil ich kein Geld für sowas habe. Blaupause Aber Rucksack. auch, weil Ich ich an dich auch. glaube. Gute Arbeit. Na, einwandfrei. Einwandfrei, gute Arbeit, hast du gehört. Was liegt denn hier auf dem Boden? Irgendwas anderes. Wir haben den Spielplatz verteidigt, haben wir sauber gemacht. Also weiter zum Überlebensratgeber. Die Waffe, die ich hier habe, die finde ich richtig geil. Guck mal, da hinten sind wieder welche. Bösewichte. Nehmen wir doch gleich mal den Turret hier mit. Oster.
Ey! Wo ist denn der? Da ist er. Oh, ich Idiot, renne natürlich durchs Gas noch. Was ist denn jetzt hier mit meiner Kamera los? Schon besser. Welche Maske? Hier liegen ja nur Masken rum. Ach, das war mein Turm. Jetzt habe ich mich gerade etwas erschrocken. Ja, okay. Wir hätten hier bestimmt irgendwo eine Gasse reingemusst, oder? Oh, hier war keine. Ich habe auch nichts gesehen, aber wir hatten doch hier vorhin so eine Verbindungslinie zu dem zu dem Ding. Eigentlich schon, ja. Ja, guck mal, hier bis zur Fahne bringt ein das Ding. Bis hierhin und hier endet's. Das heißt, müssen die irgendwo? Hier, komm. Über die Kisten, über das Auto, glaube ich. Ne, hier geht's nicht höher. Schade, ich dachte, hier geht's höher und dass wir da ins Fenster reinklettern können. Hey. Ja, jetzt bin ich runtergehüpft. Thanks for cleaning up our streets. Ja. Kommen wir da vielleicht noch gar nicht rein? Ich bin auch gerade am Überlegen, ob man hier vielleicht den LKW irgendwie dafür hätte. Ah, hier. Ich hab's. Vorbildlich. Oh, ist doch bestimmt kontaminierter Bereich, oder? Ob wir hier vielleicht hoch müssten? Wollen wir erstmal das Haus durchsuchen? Nee, wollen wir nicht, okay. Doch, machen wir. Naja, das Ding ist bestimmt hier draußen jetzt. Ach, guck mal, das war schon mal, wo wir hoch wollten. Erinnerst du dich bei der letzten, vorletzten Folge oder? Sagt mir hier irgendwas. Guck mal, warte mal, da haben wir noch welche. War das nicht? Wollten wir, da sind wir auch von hier gekommen, da haben wir noch ein Handy hier, glaube ich, gefunden. Das war aber in der Beta, oder? Und nicht. Nein, das war vor ein, zwei Folgen. Okay, wenn du das sagst. Da sind wir hier lang und haben wir gesagt, oh, da liegt ein Handy. Und dann hast du gesagt, nein, es liegt 14 Meter über uns. Wenn du sagst, dass es hier war, ich kann mich da nicht mehr so wirklich dran erinnern. Aber warte mal ganz kurz. Ich muss dringend mal aussehen. Habe ich nicht eine. Hast du bestimmt schon wieder einen Shit bekommen. Oder wir müssen hier trotzdem ins Haus nach oben. Hier, yeah, schöne viele G-Sachen. Tracking-Jacke. Objekt plündern. Alles plündern. Nehmen wir mit die Jacke. Tracking ist immer gut. Da ist ein Laptop, den man scheinbar nicht benutzen kann. Stiefel. Kühlschrank kann man auch nicht benutzen. Was ist denn los hier? Seit wann kann man den nicht benutzen? Eigentlich war Kühlschrank fast immer, wa? Ja. Oh, hier ist noch was. Nein, wieder falsche Taste. Irgendwas Rotes. Also schon full das Inventar. Haben wir jetzt in allen Räumen, ja. Das ist bloß eine kleine Wohnung. Tritt auf die Tür hier. Bin schon dabei. Oh, hier sind zwei Kisten. Und hier bei mir ist das Buch. Mit einem Radio. Super 90, schon wieder ein Schrotgewehr. Okay, immer mitnehmen. Und hier ist eine enge Jeans. Wuhuhu. Oh yeah. Figur betont, Junge. Ja, der Kühlschrank hier geht auch nicht zu looten. Hm. Ach, hier ist der Überlebensratgeber. Ja, habe ich gerade erwähnt. Ich habe ein Jagdholster. So hörst du mir zu, Watzi. So hörst du mir zu. Immer wieder eine Freude, mit dir zu spielen. Ja, du bist schwer am Looten. Weißt du nicht. Wenn du Loot siehst, ist alles andere Geschichte. So, komm raus, du Lump.
Geht's noch höher? Nee. Nee. Liegen Möbel vor. Gehen wir mal zur Straße und markieren den nächsten Einsatz. Wir haben 10 Minuten Aufnahmezeit, das heißt, wir haben noch ein bisschen. Zumindest können wir erstmal Richtung Safe House in den Hudson Yards gehen, also zu dem Punkt, wo wir eh eigentlich hin wollten. Ist das der Lincoln Tunnel Checkpoint? Den haben wir schon gemacht. Also gehen wir mal weiter. Mal gucken, was uns noch auf dem Weg dahin erwarten wird, würde ich sagen, wa? Also langweilig wird sie auf jeden Fall nicht. Nicht, solange man hier so oder so Mission hat, weil ich meine, so viel Krempel, wie hier zwischendurch auftaucht. Stufe 5 bis 9 sind wir jetzt hier. Ja, und wir sind 8. Passt also. Schön im Mittelbereich. So. Nee, ich habe da bloß diese grüne Schrift gesehen. Achso. Oh, guck mal, hier können wir jemandem helfen. Vielleicht. Eine Nahrungsmittelkonserve. Na klar. Moderne Turnschuhe. Gib her. Für umsonst nehmen wir alles mit. Wer weiß, wofür du die mal gebrauchen kannst. Ja, so sieht's aus. Kommst du jetzt hier kuscheln, ja? Da hinten ist auch irgendwas. Warte mal, sind es hier nicht... Doch, sind doch Verbrecher. Achtung, hier sind ein paar Gauner. Oh, hier sind noch mehrere. Ah! Ja, der ist hier direkt neben mir. Ja. Oh, die habe ich eben alle gar nicht gesehen, als ich die drei hier anschießen wollte. So, das war's jetzt aber, oder? Leichte Tasche. Und wieder was Grünes mit bei. Tracking-Handschuh. Nehmen wir mit. Für euch, die hier uns bei The Division verfolgen, wir werden auf jeden Fall demnächst auch mal, ups, in die Dark Zone gehen. Gell, Herr Watzi? Ja, die guten Sachen holen. Genau, ein bisschen passendes Equipment holen. Weil wir freuen uns zwar hier über den ganzen grünen Crap, aber da gibt es ja auch wesentlich Besseres, gerade in der Dark Zone. Schön die Türen schließen von den Autos, nicht, dass wir uns hier mal stoßen. Jetzt müssen wir aufpassen. Nee, das ist doch... Egal, ich wollte erstmal hier die Dinger umschmeißen. Achso, du wolltest ja nur umwerfen und Terror machen. Wir sind aber hier, um den Terror zu verhindern und nicht zu machen. Boah. Das Feuer ist hell, wa? Aber wie? Wow. Ups. Damit hatte ich schon mal gute Erfahrungen gehabt. Ich weiß, ich habe es auch gerade versucht. Hier können wir eventuell nochmal helfen, ne? Wow, was ist denn los? Ne, kann man nicht, der pöbelt. Okay, dann gehen wir eben weiter. Dum 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 dum. Hier, Crisscross. So, da sind wir auch schon. Oh, ein schicker U-Bahnhof. Oh ja. Nah dran sein, Agent. Sie müssen nah dran sein, Agent. So, Waffen weggesteckt. Also sind wir im passenden Bereich. Agent. Ich habe etwas Wichtiges für Sie. Betreten eines sicheren Bereichs. Da bist du. Hier in ein Safe House rein. Können wir noch gar nicht, wa? Nee, hier waren wir noch nicht. Gute Arbeit, Agent. Oh.
Safe Houses. Jedes Safe House hält Einsätze, Schauplätze von Kämpfen für sie bereit. Angebote wie Händler, Munitionsversorgung und eine neue Neustartstelle sind ebenfalls vorhanden. Safe House sind soziale Kartenpunkte, wo sie andere Agenten treffen oder Spielersuchstationen benutzen können. Um eine Gruppe zu finden, öffnen Sie die Karte, wählen Sie ein beliebiges entsperrtes Safe House und drücken Sie X, um per Blitzreise dorthin zu gelangen. Alles klar. Das sind so eine Art Zwischenpunkte. Hier hast du sogar eine Lagertruhe. Kannst du denn scheinbar, ja, so, wenn du stirbst oder sowas, von vorne anfangen, wie auch immer. Ja. Agent finden. Einsatzbericht. Ach, guck mal, hier hinten haben wir noch eine Karte. Genau, Einsatzbericht anfordern. Nochmal. Neue Einsatzziele sind das, ja? Genau, das sind neue Missionen, die wir dann hier in der Nähe alles machen können. Hier ist auch eine Kiste mit Munition, die kannst du noch nehmen. Wollen Sie etwas davon haben? Gucken wir, was der Händler hier hat. Oh, eine Fallklassik. Ja, dann habe ich gar keine Kohle mehr, wenn ich mir die hole. Ja. Lassen wir mal noch sein. Keine Sorge, ich bin auch ohne Sie gut im Geschäft. Gucken wir mal, ob das auch, ob die Lage hier miteinander verbunden sind. Sieht so aus, ja. Hier, Pistole. 1446. Was hat denn der Händler hier eben nochmal im Angebot? 1600. Naja, bin ich aber gerade zu geizig. Wir sehen uns. So, ich würde sagen, was machen wir als nächstes? Gucken, was auf der Map hier in der Nähe ist. Ein Handy haben wir in der Nähe. Wir haben hier Kampf, Geiselrettung oder Nebeneinsatz. Neue Satellitenverbindung wiederherstellen, Hudson Yards. Dann machen wir das, würde ich sagen. So, aber bevor wir hingehen, würde ich fast sagen, beenden wir erstmal die Folge. Hier schön in der Chill Lounge. Da müssen wir auch hier wieder rausgehen. Ja, hier ist wenigstens schön ruhig. Wollen wir uns hier verabschieden, wa? Ja. Hier sind wir sicher. Safe quasi, im Safe House. Ja. So, damit sagen wir, macht's gut. Bis hoffentlich zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.